Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft-Spezial. Und zwar geht es diesmal um den lieben Zombay. Und zwar nicht direkt, sondern indirekt eben über die Adventure-Map, die er gespielt hat. Und zwar hat er dann nämlich in diesem Video, in dem er die Adventure-Map gespielt hat, gefragt, wie es wohl aussehen würde, wenn jemand diesen ewig langen Jump'n'Run, der einfach sein soll, in einem Versuch durchspringt. Und dazu kommt jetzt auch passend mein Video. Und genau das werdet ihr auch gleich sehen. Und zwar ist es ein wenig anders, als er es vielleicht gedacht hat, wie es aussehen sollte. Aber ihr werdet es auf jeden Fall gleich sehen. An sich ist es ein Zusammenschnitt. Wie das alles so abläuft, das werdet ihr ja gleich sehen. Beziehungsweise werde ich noch am Ende sagen, damit man nichts hier Falsches denkt, was ich hier eigentlich gemacht habe. Ich hoffe auf jeden Fall, es macht euch Spaß beim Zuschauen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns gleich nochmal wieder. Bis denne! So, das war meine kleine Aufnahme. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nochmal, um es klarzustellen, ich habe den Jump'n'Run nicht in einmal geschafft, sondern habe es in mehreren Versuchen bzw. mit Checkpoints geschafft und habe das Ganze dann so zusammengeschnitten, dass es quasi aussah, als hätte ich es in einem Mal geschafft. Also nur damit ihr seht, wie es aussehen würde, wenn jemand den Jump'n'Run in einem Versuch durchmachen würde. Damit ist doch, denke ich mal, immer noch der Zweck von Zombies Anfrage erfüllt. Und ich mache jetzt am Ende noch ein wenig Eigenwerbung für mich, einfach so, weil ich kann. Und hier links oben seht ihr jetzt ein Minecraft Adventure Together mit meinen Kollegen und Freund, den Topsen. Finde ich, ist mega cool geworden, ist auch auf seinem Kanal hochgeladen. Und rechts unten wollte ich sagen, dort ist noch was komplett anderes, nämlich, ihr seht schon, es ist ein Pokémon, und zwar ein Pokémon-Let's Play von Pokémon Smaragd, und zwar ist es kein normales Pokémon Smaragd-Let's Play, nein. Ist es so, dass da die NPCs gesprochen werden, und zwar nicht von mir, sondern von Zuschauern von mir, von meinem Kanal, beziehungsweise von Leuten, die mitmachen wollen. Also, es ist quasi mit eurer Synchro, deshalb heißt es auch so, und vielleicht könnt ihr einfach vorbeigucken, ist mal was komplett anderes. Jo. Und wenn ihr Spaß habt, klickt mal drauf, schaut mal vorbei und vielleicht sieht man sich dann auch mal wieder. Tschüss!